Was geht ab, meine Z-Fighter, Osaru hier. Und endlich gibt es offizielle Informationen und Details zum Awakening von dem Int Ultra Instinct Goku. Wir werden uns alles genau anschauen, alle Details, aber ich lasse erstmal jetzt schon mal direkt seine Super Attack laufen und rede ein bisschen nebenbei dazu. Aber die Animation an sich ist 1A. Wir hatten ja eigentlich, also, na klar ist man im Nachhinein schlauer, aber wir hatten im Prinzip die Antwort schon vor Augen. Was meine ich damit? Ich habe ja quasi drei Optionen gewählt oder drei Optionen gingen so rum. Entweder, dass der Int sich awaken wird zum Ultra Instinct Goku, wie wir es hier jetzt sehen im Video. Oder er tut es nicht, es kommt eine neue Karte. Oder Option 3, er wird quasi zum Dokkan-exklusiven LR, weil das gerade eine Sache ist. Aber irgendwie haben wir alles in einem bekommen, außer das LR, das mit dem LR. Was meine ich damit? Wir haben total vergessen, dass die Mechanik, dass ein Charakter sich transformieren kann, gerade Trend im japanischen Dokkan Battle ist. Das war mit LR Gogeta und Vegito der Fall. Mit Tals, davon wisst ihr vielleicht nicht, ich habe dazu kein Video gemacht, aber es wird ein neuer Tals kommen. Das kommt vielleicht noch in einem Einzelvideo, sofern ich mehr News dazu habe. Momentan haben wir nur V-Jump-Scans, aber er hat quasi eine Transformationsmechanik. Was heißt das? Der Ultra Instinct Goku Intelligence, der Ultra Instinct Saiyan Goku, den wir schon haben, wird sich transformieren zu Ultra Instinct Saiyan Goku, aber er wird sich innerhalb des Kampfes transformieren mit einer Transformationsmechanik. Das meine ich, dass es gerade Trend ist im japanischen Dokkan Battle, das gerade im Laufen, wird er zum Ultra Instinct Goku. Richtig geil. Wir schauen uns erstmal alle Informationen von oben nach unten zum neuen Ultra Instinct Goku an. Und zwar fangen wir mit dem Detail zur Karte selbst an und den Informationen. Alle Shoutouts bzw. alle Informationen kommen von Dokkan Reddit, von Goresh, die Übersetzungen und von Ayatone HD, die Bilder. Und so sieht der Dude. Das ist seine Dokkan Awakened Form. Seine Dokkan Awakened Form vom Int Ultra Instinct Saiyan Goku. Was kann er? Goku Ultra Instinct Saiyan. Leader Skill Dream of Gods Kategorie gibt der Ki plus 3 auf HP Attack und F 150% oder in Charakteren Ki plus 3 auf 450%. Er erhöht seinen Angriff, das ist die Kaioken-Mechanik, also ohne Begrenzung, Raise Attack und macht immense Damage. Passive Skill. Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 100%. Sobald aber seine HP 50% sind oder drunter fallen, erwacht er sich. Wird er zum Ultra Instinct Goku. GG. Aber erstmal quasi, wenn er im Ultra Instinct Saiyan ist. Links diesen Kamehameha, prepared for battle. Realm of Gods. Realm of Gods, nicht verwirrt sein, das ist Godly Power. Over the Flash, Tournament of Power, the first Awakened Fierce Battle. Er ist in Kategorie Realm of Gods und Universe Survival Dark. Lasst mich mal ganz kurz verschieben an der Stelle. Und genau, damit ihr auch alles seht. Awakened State. Also, wir hatten fest. Der Intelligence Ultra Instinct Saiyan Goku, den wir schon haben, den wir schon die ganze Zeit hatten, wird sich mit 77 Medaillen aus seinem Dokkan Event, das auch schon online ist, zum Ultra Instinct Saiyan Goku awaken. Das ist der hier, den wir hier sehen. Aber er hat die Transformationsmechanik, wie gesagt, die Trend ist momentan, im Gange ist. Wie transformiert er sich, wenn, wie es hier steht, seine HP 50% oder drunter sind im Kampf, dann wird er zum Ultra Instinct Goku. Und in diesem Modus, jeder Skill bleibt gleich, Super Attack, Super Instinct Kamehameha, haben wir gesehen, verändert sich dann, sieht übertrieben geil aus. Raise Attack macht immense Damage, bleibt auch gleich quasi. Passive Skill aber, er bekommt Ki plus 3 für sich selbst, 150% auf seinen Angriff und hat eine super High Chance, also quasi fast immer, die gegnerischen Angriffe zu dodgen. Zudem deaktiviert er des Gegners Guard, also Schutzschild quasi. Heißt, er macht gegen jeden effektiven Schaden. Links bleiben gleich, Kategorie bleibt gleich an der Stelle. Geil, richtig geil. Aber zu ihm kommen natürlich noch weitere Karten. Wir haben hier die Bilder zum Beispiel. Das ist seine, wie gesagt, Dokkan Awakened Form, TOR Form. Wenn er sich verwandelt, sieht er so aus. Und das sieht einzigartig aus. So, zum Event, ganz kurz zum Event. Ich habe noch nicht die ganzen Übersetzungen, was genau hier man braucht, was genau er macht, aber ich schätze mal, Universe Survival Saga Charaktere werden seine Passive annullieren, sofern das hier der Fall ist. Aber wenn ich mehr Informationen dazu habe, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Wie gesagt, wir brauchen 77 Medaillen, um ihn zu awaken.
35, um den Strength Goku zu awaken. 35 für endlich awaken sich die Guard Crews für ihn hier. Und 35 weitere für den Agility Goku. Und da schauen wir uns die Information jetzt auch ganz kurz an, weil die Information haben wir auch. Der Strength Super Saiyan Guard Super Saiyan Goku. Wie es so nach seinem Awakening All Types gibt, plus 2. Mal kurz so machen. Attack and Death. Upsa. Jetzt. Attack and Death 50%. Er macht Supreme Damage. Supreme Damage ist seine Super Attack. Passive Skill. Oh mein Gott. Attack und Death plus 90%, wenn er gegen einen kämpft. Wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft, bekommt er weitere 50% auf seinen Angriff. Heißt, es sind 140% auf Angriff und 90% auf Verteidigung. Dieser Junge wird eine Bestie. Links den Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Warrior Gods, Kamehameha, Prepared for Battle, Saiyan Lineage 4's Battle, Realm of Gods Kategorie. Und unsere Oldschool-Kinder, der Strength Goku, das ist der Strength. Er, beziehungsweise sagen wir mal so, Leader Skill, Auto-Types, Key plus 2, HP 40% gibt er. Dragon Smash Super Attack macht Supreme Damage und erhöht seinen Angriff und die Verteidigung für um 30% für 3 Runden. Sehr geile Ulti. Passive Skill, Attack und F plus 80%, wenn er eine Ulti macht, aber wenn der Dude ultet, 110% auf Angriff und Verteidigung hat er dann. 110% auf Angriff und Verteidigung. Das Realm of Gods Team wird insane. Denn er ist natürlich auch in der Realm of Gods Kategorie. Link Skill, wie gesagt, Godly Power, Shocking Speed, Super Saiyan, Over the Flash, Warrior Gods, The First Awakening, Fierce Battle, Kategorie Realm of Gods. Und der Agility, der sieht cool aus, der Agility Goku. Dieser S-Skill ist ähnlich wie, beziehungsweise gleich wie der von Strength Goku. Super Attack jedoch. Er macht Supreme Damage und erhöht seinen Angriff. Das ist die Kaioken-Mechanik. Heißt, er wird Step by Step immer stärker. Passive Skill ist gleich. Sind bei beiden gleich. Nur die Super Attack-Mechaniken sind anders. Attack und F plus 80%, wenn er eine Ulti macht. Link Skill, Godly Power, Shocking Speed, Super Saiyan, Over the Flash, Warrior Gods, Kamehameha, Fierce Battle. Er ist in der Kategorie Realm of Gods und Universe Survival Saga. Sehr schön. Sein Banner, das Banner ist auch online, gefeatured sind Ultra Instinct Goku, mit seinem Dokkan Event ganz teils online, mit seinem Awakening Jiden, Angel Freezer, Kefla, etc. wie ihr im Bild seht, im Video, Shoutout an Gaming Claw an der Stelle. Jedoch hat Jiden noch kein Awakening, also Jiden quasi der neue Ui Goku. Er ist rausgekommen, er ist ein Dokkan-exklusiver Charakter, heißt er wird auf jeden Fall seinen Dokkan Event noch bekommen. Genau Leute, und das wären eigentlich schon die Informationen und das Allerwitzigste ist quasi, nach seinem Dokkan Awakening bekommt er wieder ein Shirt. Wenn er sich transformiert, hat er wieder kein Shirt. Also das haben sie ein bisschen verkackt an der Stelle. Aber was haltet ihr vom Ultra Instinct Goku Science Awakening, Dokkan Awakening zum TOR und der Mechanik, dass er zu Ultra Instinct Goku wird? Irgendwie bin ich total zufrieden damit, denn wir haben... Manche wollten, dass der Alte zum Neuen wird, also zum Ultra Instinct Goku mit Silberhaaren. Manche nicht. Jetzt haben wir beides. Und ich denke, also ich bin total damit zufrieden. Was denkt ihr Leute? Lasst mir in den Kommentaren wissen. Ich bin total gehypt auf ihn. Ich hoffe, das Video hat euch an der Stelle auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Ich kann nicht mehr reden, deswegen machen wir Schluss. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.